Ohne ihr Augenlicht könnten sie diesen Beitrag nicht sehen. Auf Operationen im und am Auge sind die Artemis-Augenkliniken spezialisiert. Die Artemis-Augenkliniken gibt es seit 19 Jahren und wir entwickeln uns sehr schön. Ungefähr ist es so, dass die Hälfte der hessischen Augenoperationen in einem unserer Zentren gemacht werden. Also da vertrauen uns ganz, ganz viele Patienten ihr Auge an und das wissen wir sehr zu schätzen. Mehr als 800 Mitarbeiter, davon 90 Ärzte, kümmern sich in den Zentren der Artemis-Augenkliniken um die Sehkraft der Patienten. Wir haben deutschlandweit 48 Niederlassungen, das sind größere Einrichtungen wie diese und auch kleinere wie Praxen mit ein oder zwei Ärzten, die in einem großen Netzwerk zusammenarbeiten, um eben den Patienten bestmöglich zu versorgen. Die größten Zentren in Hessen sind in Frankfurt, hier in Wiesbaden, in Dillenburg, in Dieburg. Wir haben in Kassel, Bad Hersfeld und Eschwege auch noch sehr große Zentren. Die Artemis-Augenzentren sind nicht zuletzt wegen der kompetenten Ärzte erfolgreich auf ihrem Gebiet. Mein Name ist Andrea Jungherr, ich bin Fachärztin für Augenheilkunde seit dem Jahr 2002. Ich arbeite seit 2007 hier bei Artemis. Meine Schwerpunkte sind die operative Augenheilkunde, das heißt, ich bin die meiste Zeit meiner Arbeitszeit im OP tätig. Ich mache dort Linsenchirurgie, ich mache Lidchirurgie, ich mache intravitreale Injektionen, also eine Spritzentherapie zur Behandlung von verschiedenen Netzhauterkrankungen. Ich hatte die Möglichkeit, eine Botulinumtoxin-Sprechstunde aufzubauen und einzurichten, die auch ganz gut läuft. Und nehme auch teil an der allgemeinen Sprechstunde. Das heißt, ich habe ein extrem breit gefächertes Spektrum und einen sehr, sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Ich empfinde es als extrem positiv, dass hier ein großes Team ist von sehr, sehr gut ausgebildeten und sehr kompetenten medizinischen Fachangestellten. Und so ist mein Alltag doch erstens bunt und zweitens die Interaktion mit den verschiedenen, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den medizinischen Fachangestellten ist immer auf Augenhöhe, ist immer kooperativ, immer respektvoll, immer freundlich. Und das macht einfach Spaß. Ich komme wirklich gerne hierher. Trotz dieses relativ anspruchsvollen Alltags und meiner vielfältigen Aufgaben hier im beruflichen Umfeld habe ich trotzdem noch genug Zeit und Kraft, mich einerseits um meine Familie zu kümmern und andererseits auch natürlich meine eigene Zeit gut zu gestalten. Was ich sehr gerne mache, ist musizieren mit Klavier und Querflöte. Ich lese sehr gerne und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann schwinge ich mich sehr gerne auf mein Fahrrad, fahre durch die Gegend und das sind so meine schwerpunktmäßigen Hobbys in meinem Privatleben. Was die Augenheilkunde auch in jedem Alter ja ausmacht, ist, dass man Therapien einleiten kann, die wirklich effizient sind und für die Patienten von großem Nutzen sind. Also auch gerade bei Kindern, wenn man frühzeitig erkennt, dass da eine Störung vorliegt, kann man eingreifen und das therapieren, sodass später ein gutes, beidäugiges Sehen sehr, sehr wahrscheinlich ist.